Er spitzt sein Leben. Und obwohl ich es hasse, das Thema wieder auf mich selbst zu richten, all das lässt mich an Iselmir denken, wie ich jetzt mit dir festsitze. Du wurdest schon vor Jahrzehnten erweckt. Hast du wirklich geglaubt, dass sich irgendwas ändern würde? So schlimm ist sie doch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, sie in meinem Kopf zu haben. Aber es ist der Zeit, dass du dich darum kümmerst. Du weißt, wie sie jetzt mit dir festsitzt. Oh, das ist böse. So schlimm ist das doch, ist sie doch nicht. Alof, es ist an der Zeit, dass du dich darum kümmerst. Ich kann mir nicht vorstellen, sie in meinem Kopf zu haben. Das ist so sehr nach Paladin, das hier ist zu direkt. Ich bin zwischen so schlimm ist sie doch nicht oder du solltest dich darum kümmern. So solltest dich darum Eine. kümmern. Ich weiß. Er seufzt. Und die angenehme Seite davon ist, dass ich mir noch 4 Tage lang Gedanken darüber machen kann, wie ich mit dir umgehe. Alof, diese Entscheidung musst du treffen, oder? Was meinst du? Dein ganzes Leben lang hast du Befehle befolgt. Wenn du dich ihr gegenüber nicht behaupten kannst, wird es dir nirgendwo gelingen. Sie ist ein Teil von dir, ob es dir gefällt oder nicht. Und solltest du lernen, mit ihr zu arbeiten, könnte sie für dich zu einer Kraftquelle werden. Nehmen wir das Unterste. It's strange. I've lived with her most of my life, and I've always seen her as an adversary. It should have occurred to me the day she stood up to my father. But there's something about being too close to a situation to see it clearly. It will be a relief to stop fighting her. Er schweigt einen Augenblick, letztendlich aber nickt er. Wie merkwürdig, ich habe den Großteil meines Lebens mit ihr gelebt, aber ich habe sie immer als Gegnerin gesehen. An dem Tag, als sie sich meinem Vater entgegenstellte, hätte es mir dämmern können. Aber es ist wahr, dass man eine Situation nicht klar sehen kann, wenn man zu sehr darin verstrickt ist. Er lächelt. Nicht mehr gegen sie zu kämpfen, wird mir eine Erleichterung sein. Selbst als er das sagt, kämpft etwas in ihm. Sein Gesichtsmuskel zucken und seine Haut erschaudert. Seine Augen rollen sich nach hinten, bis man nur noch das Weiße sieht. Auf seiner Stirn bilden sich glitzernde Schweißtropfen. Nach mehreren Sekunden seufzt er und schaut zu dir zurück. Das war nicht so schwierig, wie ich erwartet hatte. Ich glaube, tief in meinem Inneren hatte ich immer gehofft, woanders eine Lösung zu finden. Als ich ein Kind war, dachte ich immer, meine Mutter würde mit einem mysteriösen Heilmittel nach Hause kommen, oder dass sie meinen Vater, ohne es zu wissen, auf dieselbe Weise fortschicken könnte, wie er sie herbeigerufen hat. Nur ich kann nicht leugnen, dass ich nicht Jahre nach meiner Arkan-Ausbildung mit der Hoffnung verbracht hätte, im Zauberbuch eines meiner Lehrmeister die Antwort zu finden. Als ich dem beiden Schlüssel beitrat, hoffte und glaubte ich, dass ich genügend loyale Dienste vorausgesetzt das Gehör von jemandem in der Organisation finden würde, der mir helfen könnte, selbst als ich dich traf und mir deine einzigartigen Talente gewahr wurden. Ich hoffe, dass du in der Lage sein wirst, in meine Seele zu greifen, wie ich es dich bei so vielen anderen tun habe sehen. Ich hatte nach jemand anderem gesucht, um mein Problem zu lösen. Und jetzt begreife ich, dass ich mich ihm alleine stellen muss. So soll es uns auch vorgegeben. Man sucht die Antworten an anderen Orten und findet sie in sich selbst. Die meisten Leute brauchen diese Art von Führung, du aber nicht. Ich war die ganze Zeit an deiner Seite und bin es immer noch. Du bist nicht alleine gewesen. Ich habe dich durch Farnheim gebracht, weißt du noch? I remember well. You've been a capable leader for this expedition and an invaluable mentor to me. I won't forget what I've learned from you. Daran erinnere ich mich gut. Dieser Expedition bist du ein fähiger Anführer und mir ein unschätzbarer Mentor gewesen. Was ich von dir gelernt habe, werde ich nicht vergessen. That reminds me of something else that Elamgon said about the gods not being real. Ein etwas vorsichtiger, nachdenklicher Ausdruck leitet über sein Gesicht. Das erinnert mich an etwas anderes, was die Delimgan sagten, darüber, dass die Götter nicht existierten. Er spricht das leiser, als ob er die Angst hätte, dass ihn jemand hören könnte. Ich weiß nicht, was sie damit meinten. Sie sagten uns doch, dass wir zu den Göttern beten sollten, also kann es nicht gänzlich wahr sein. Ich vermute, irgendwann werden wir herausfinden, was es bedeutet. Jetzt sag mir nicht, dass du wegen etwas Neuem ins Hemd machst. Ich vermute, wir werden es herausfinden. Yes, I suppose so. Still, I can't help but worry at the state we'd be in if that was somehow true. If there were no power guiding us in this life and shepherding us to the next.
Ja, ich glaube schon. Trotzdem kann ich dich aufhören, mir Sorgen darüber zu machen, in welchem Zustand wir wären, wenn das auf irgendeine Weise wahr ist. Wenn es keine Macht gäbe, die uns in diesem Land leiten und uns ins nächste führt. Dann denk nicht darüber nach. Ich bin mir sicher, dass wir unseren eigenen Weg finden werden. Lass uns nur hoffen, dass das nicht der Fall ist. Dann wäre es mir nur ein glücklicher Zufall und du könntest niemanden für sie verantwortlich machen. Yes, that would take the fun out of it. Er schmunzelt. Ja, das würde die ganze Sache den Spaß wegnehmen. Lass uns über etwas anderes sprechen, während wir Rast machen. Arnulf sieht mich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu diesem sein? Also hast du mit Isel mir Frieden geschlossen. Wie fühlt sich das an? Entspannen, mehr als ich erwartet hatte. So streitsüchtig sie auch sein mag, ich dachte, sie hereinzulassen, würde lediglich den Sturm entfesseln. Aber jetzt, da ich nicht mehr gegen sie kämpfe, scheint sie auch nicht mehr gegen mich zu kämpfen. Er seufzt. Und du hattest recht, ich habe vieles entdeckt, das ich von ihr lernen kann. Arnulf sieht dich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu diesen sein? Das ist alles. Yes? Was hast du jetzt gelernt, Arnulf? Nix. Auch gut. Dann mache ich jetzt mal kurz einen Quicksave, bevor wir im Goldenen Heim mit den Leuten reden. Sure. Da haben wir ja drei Leute. Erstmal die hier. Estremor. Die Elfin hält eine alte, abgewetzte Holzpfeife in der Hand. Der süßliche Rauch, der aus der Rauchkammer steigt, macht dich schwindelig. Willkommen, Estremor. Ich verkaufe Kräuter und Tränke. Suchst du etwas, um deine Reise weniger beschwerlich zu machen? Oder etwas, um sie interessanter zu gestalten? Als sie grinst, siehst du, dass ihre Zähne und ihr Zahnfleisch braun gefärbt sind. Weißblatt, eine schöne Art, den Nachmittag zu verbringen und die folgende Nacht. Und fast den gesamten nächsten Tag. Ich möchte gerne deine Ware sehen. Du hast einen Saphir, der ist gekauft. Ah, Smaragd, Opal. Ich kauf mal alles, was sie an Reagenzien hat. Also einfach, weil ich es kann. Nein, das Gefäßfleisch und die Trollhaut und die Zauberzunge nicht unbedingt, aber die Kupferbindungen. Ja, das tut mir im Geldbeutel ungemein weh. Eigentlich gar nicht. Weil der Rest, ich stelle Tränke ja selber her. Da sind Tränke und der Rest hat sie nichts. Okay. Dann hätten wir dich. Was hast du zu sagen? Hail, Estremor. Seine Augen sind zwar geschlossen, seine Haltung steht, doch der Mann vor dir hält seinen Kopf in deine Richtung gedreht, als würde er sorgfältig deine Bewegung fangen. Sei gegrüßt. Möge deine Zeit im Goldenen Hain bereichernd sein. Wenn du unsere Dienste benötigst, sagt er, die Augen noch übergeschlossen, sprich mit Bleda, sie wird dir helfen. Was kannst du mir über den Goldhain sagen? Wir sind Naturisten, Philosophen, Kräuterkundler und Lehrer. Die Ovaden des Goldenen Hains wissen, dass wahre Weisheit vor Studium der natürlichen Ordnung kommt. Wir bemühen uns, andere zu lehren, die Welt selbst zu erforschen. Wow. Sehr tiefgründig. Und hier oben ist noch die Chefin, würde ich. Im Goldenen Hain ist jeder willkommen. Eine Elfin mit gelassenen grünen Augen nickt dir zum Gruß. Willkommen im Goldenen Hain, Reisender. Suchst du die Weisheit unserer Kräuterkunde oder möchtest du dich nur im Ruhme Veritas sonnen? Was glaubst du? Wir glauben, dass Wissen durch die aufrichtige Erkundung der natürlichen Welt erlangt werden kann. Sie neigt den Kopf zur Seite. Wir stellen uns nicht gegen die Götter, wie manche sagen. Wir glauben lediglich, dass wir einen helleren, friedlicheren Weg gefunden haben, als die Hingabe zu einer Gottheit. Das klingt natürlich schon ziemlich richtig. Götter können nämlich ziemlich böse Kriege verursachen. Also hier im Spiel ist das beste Weitwen, der behauptet hat, Eotas zu sein. Oder aber auch Taos, der Voidika dient. Wer führt deinen Orden an? Hoch, Ovatin Eoda führt uns an. Manchmal reist sie jedoch nach Ulmküste, um ihre Stärke zu erneuern. Auch im Moment weilt sie dort mit einigen ihrer engsten Anhänger.
Iona ist eine mächtige Ulme unter uns. Sie lebt seit Generationen. Niemand versteht sie Welt so, so gut. Welt so. Niemand versteht die Welt so gut wie sie und wir schätzen uns glücklich, ihre Weisheit zu haben, um unsere Fragen zu beantworten. Ich möchte mehr über Iona erfahren. Ihre Augen leuchteten auf. Du musst sie unbedingt selbst kennenlernen. Sie ist eine Weise und weise und gütig und führt unseren Orden seit Anbeginn an. Und doch schreitet sie unter uns und widmet jedem so viel Zeit, wie er nur benötigt. Sie wendet sich am Blick zu den großen, knochigen Ulmen. Gerade das schätzen so viele von uns an ihr. Sie ist unsere Mitte, anwesend wie die Götter es niemals sind. Erzähl mir über den goldenen Hain. Wir sind die Ovaten, Druiden, Philosophen und Schüler der Natur. Also ja, wir müssen auf jeden Fall mit Hivarias wieder hierher kommen. Ich glaube, der wird wahrscheinlich Iroda suchen wollen. Wir versammeln uns bis zum hier zum Feiern und um unser Wissen miteinander zu teilen. Sie gestikulierte auf eine andere Elfe, die am Eingang des Heils steht. Viele Reisende kommen für Beiumschläge und Arznei zu uns. Niemand versteht die Heilmittel und Gifte der Natur wie Bläder. Okay. Das heißt, wir kommen mit Hivarias nochmal hierher, reden nochmal mit allen dreien. Und ja. Was dann? Das ist die gute Frage. Weil ich möchte weder das Kind opfern, noch möchte ich den Typ vergiften. Wie soll ich das sagen? Die steht immer noch hier rum. Ich habe Fragen. Leb wohl. Okay, sie sagt mir nichts Neues. Was ist mit dir? Ich habe Fragen. Nein. Okay, ich kann nur mit sie da reden. Ihre Schwester antwortet mir nicht. Ja, ihn zu, den Stammesführer zu vergiften, wäre hinterhältig niederträchtig. Also, nichts für Hagrim. Täuschend sind ist Hagrim nicht. Und das Kind zu opfern wäre viel zu grausam. Und es einfach ignorieren können wir auch nicht, weil sonst suchen sich die Typen wirklich einen Ersatz für uns. Neue Karte detektiert wurde. Ort entdeckt, versperrte Passage. Ah ja, das ist also nur ein kleiner Ort hier. Aber wir können hier so gut wie nichts anklicken. Predigt des Kampfs, Bücher der Jagd, die Königin, die gewesen war, noch immer ist. Erinnerung einer Hebamme. Meine Mutter lebte jede Note des Lebenslieds, bla bla bla. Ach, nehmen wir mal alles mit. Wir haben ja genug Platz. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt nicht irgendwo eingesteckt. Nein. Jonas letztes Tagebuch. Oh Gott. Jahre Morgendämmerung, ausgewählte Korrespondenz. Zerschmetterte und verkohlte Steine versperren den Weg nach Sonne im Schatten. Leuchtende Adrasplitter. Dieser Splitter ist von Licht durchzogen, das unter seiner facettenartigen Oberfläche leuchtet, wie strahlende Glanzadern von einem Herz aus Feuer generiert. Oh, ein Questgegenstand wahrscheinlich, oder? Okay. Dann gehen wir jetzt wohl mal beten. Okay. Der hier ist zerschmettert. Also dich wohl die schreien lässt, geschieht nichts. Als du dich weh schreien lässt, erfüllt dich ein grelles Geräusch deine Ohren. Es gibt aber keine andere Reaktion. Berat. Okay, wir könnten zu Berat alleine reden. Wir könnten zu Hylea alleine reden.
Rimgrad, Ondra und Skein. Ne, Skein sicher nicht. Also die Gruppe fällt leider mal aus.